Hi Leute, heute ist Freitag, der 10. Mai 2019. Es ist jetzt gerade 6:46 Uhr. Ja, ich bin jetzt schon Punkt 4 Uhr aufgestanden, ne? Bin gestern am Donnerstag um 8 Uhr nach Hause gegangen, war draußen, war sehr schönes Wetter, hatte einiges zu erledigen. Hört sicher gerade meine Waschmaschine im Hintergrund. Ja, also ich wasche jetzt schon die zweite Maschine. Hab schon Wäsche abgenommen von gestern und war trocken. Und ja, hab schon eben Wäsche zusammengenommen. Ja, sauber gemacht meine Wohnung wie immer und mache ich ja regelmäßig. Ja, Staubsaugen muss ich heute noch, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja, das mache ich immer, ne? Also wenn ich früher aufstehe, mache ich ein bisschen Hausarbeit, bevor ich losgehe, ne? Das heißt, bevor ich losgehe, wasche ich ab. Ich habe ja nicht so viel Geschirr dann. Ja, und naja, was so zu machen ist, ne? Abwaschen und so eine Sache. Ja, bei mir sieht das picobello aus. Ja, ich habe meine Sachen zusammengepackt, die ich für den heutigen Tag brauche, wenn ich unterwegs bin. Alles zusammengesucht. Ah, jetzt ist meine Maschine gerade fertig. Ja, also ich habe erst festgestellt, ja, kurz vor 6, so Viertel vor 6, 10 vor 6, fing das an zu regnen. Da dachte ich noch an Tokyo Hotel, ihr Lied, durch den Monsun, ne? Also ich war ja ab 2005, wo das Lied rauskam, richtig doller Tokyo Hotel Fan, ne? Nebenbei gesagt, da fällt mir gerade so das Lied an. Also es ist sehr bewölkt draußen, ne? Sehr bewölkt. Aber ich denke mal, das wird heute schön, das Wetter. Also gestern war richtig toll, das Wetter. Und ich kann noch mal sagen, ich bin also seit letzten Wochenende sehr zufrieden mit meinem Leben, trotz aller Probleme. Das heißt, der Samstag war toll, der Sonntag war toll, diese Woche der Montag war toll, der Dienstag, der Mittwoch, gestern der Donnerstag und heute wird auch gut. Also 7 Tage, ja, waren super. Also kann man sagen, eine Woche, 7 Tage. Ich möchte hier nochmal alle Leute in Bremerhaven grüßen. Das heißt, alle, ne? Egal welches Alter, alle, die mir behilflich gewesen sind, die mir geholfen haben, die mich mögen, die ich auch mag und die ich getroffen habe und die zu mir nett waren, zu denen ich nett bin. Und ja, ich bin eigentlich zu jedem nett, ne? Manchmal kommt dann auch mal was Negatives. Egal, bin ich nachtragend. Ja, wie gesagt. Und ich möchte noch mal sagen, ich hatte ein Neuzugänge-Video gemacht vor ein paar Wochen. Das war, glaube ich, Nummer 7. Und da wurde über mich geschrieben, ich hatte ja 18 Spiele vorgestellt. Das waren Spiele, die ich, glaube ich, vom 4. März, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von da an gesammelt hatte, bis ich glaube Ende April oder Anfang Mai. Sorry, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau aus dem Gedächtnis, aber sonst kann ich mich immer an alles erinnern. Auf jeden Fall waren es 18 Spiele. Es war glaube ich, ein PS2-Spiel bei drei, glaube ich, Switch-Spiele. Eine Reihe von PS4-Spielen. Ja, es waren 18 Stück. Und da wurde behauptet, ich habe ja finanzielle Probleme, ich stehe dazu. Es wurde behauptet, ja, wieso ich dann mir Games kaufe. Erstmal, wenn ich finanzielle Probleme habe, kaufe ich nur das, was sein muss und keine Games. Ich habe einen Laden hier in meiner Stadt, da bin ich seit 1992 Kunde. Das heißt, das sind jetzt 27 Jahre. Und er kann sich auf mich verlassen, ich auf ihn. Er ist sehr kulant zu mir und ich zu ihm auch immer. Und ja, nebenbei gesagt, die Spiele, die mir abhandengekommen sind, die sind bei ihm aufgetaucht. Ich habe zu ihm gesagt, ist okay so, man kann es nicht mehr aufdröseln. Er hat seine Sachen dafür rausgegeben. Es waren ein paar Spiele da, also zwischen 20 Stück oder 30. Ich habe gesagt, ist gut so. Du hast dein Geschäft gemacht. Er war immer sehr kulant zu mir. Deshalb ist okay so. Ja, es ist egal.
ich sag mal, die PS4-Sammlung war sowieso nicht, fand ich nicht so toll. War mir nicht die wichtigste Sammlung, deshalb egal. Ich gönne ihnen die. Ne? Ich wollte auch nichts von ihnen wieder haben. So. Wie gesagt, und ich habe mit ihnen öfters Sachen getauscht, ja, auch jetzt diese 18 Spiele. Wenn da Sachen zu bezahlen waren, dann hätte ich die auch bezahlt. Aber ich sag mal, ich habe Sachen getauscht. Okay, ich habe auch Geräte ja weggegeben und so weiter und so fort. Es ist doch meine Sache. Ja? Und ich habe, wie gesagt, und ich habe ja auch Sachen, wenn ich übrigens, wenn ich die Konsolen verkauft habe, natürlich habe ich da kein Geld genommen. Selber jetzt, ganz klar. So, und das habe ich für meine Firmen genommen, für Otto, für Telefonfirmen. Zu 100%, okay? Und wenn ich Bus gefahren bin, von meinem eigenen Geld. So, ganz klar. Na? Und noch was, ich bin auch mal schwarz gefahren, ja? Ich habe die Fehler gemacht. Wisst ihr, eins, meine Games, die im Regal damals standen, es stehen keine Spiele mehr da. Ich habe auch keine Spiele mehr in meiner Wohnung. Die sind irgendwo in einem anderen Bundesland, wo die in Sicherheit sind. Und es kann ruhig eingebrochen werden. Ich habe daraus gelernt. Und ganz einfach, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall, mir war Fortnite immer wichtig. Obwohl ich 489 Spiele hatte, das will ich auch nochmal sagen. So, man braucht theoretisch nur ein Spiel, was immer Spaß macht. Und Fortnite habe ich geliebt. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe meine Konsolen verkauft. Und ich habe es gerne gemacht. Ja, ich habe es für eine gute Sache gemacht. Und letzten Monat, im April, es konnte jeder abbuchen, weil ich es geregelt habe, selber mit meinen eigenen Sachen, die ich verkauft habe. Und da bin ich stolz drauf. Und ich bin immer ehrlich zu meinen Firmen, von denen ich Service bekomme und auch wieder ehrlich zurückgebe. Ja, ich regel, was ich regeln kann. Ich habe den Firmen was zu verdanken und ich versuche, oder was heißt versuche? Ich versuche immer alles zu regeln und ich bin immer ehrlich. So. Und so wie ich hier bin auf YouTube, genauso bin ich auf anderen Plattformen, genauso bin ich auch in meiner Gegend. 1:1. Das haben mir auch Leute geschrieben, die zu mir halten, dass ich real bin, dass ich echt bin. So. Ich bin auch kein Angeber oder ich bin so wie ich bin. Ich stehe genauso zu meinen Fehlern wie Timo alias Reliant TV, ne? Ganz einfach. Und dass Silfu Dragon Slayer mir nicht glaubt anscheinend, mir mehr glaubt wie einer bestimmten Person. Silfu Dragon Slayer, musst du selber wissen. Wenn du mich nicht magst, ist es okay. Ich habe dich immer gemocht. Und auch Marcel, ne? Mysterien Welt. Ich glaube, ich werde dann nicht mehr erscheinen. Ne? Kannst du Marcel Bescheid sagen? Und auch Prinz Vegeta und Alibaba 44 kannst du auch Bescheid sagen. Und König Mickey Maus kannst du auch Bescheid sagen. Ne? Und Umbra TV auch. Und bestell Marcel einen guten, schönen Gruß. Ich war immer sehr gerne bei euch. Aber wahrscheinlich werden die mich auch nicht mehr mögen. Ne? Weil wenn du mich nicht magst, ich gehe davon aus, dass sich das darum spricht, was da über mich behauptet wird. Ne? Was jemand aus meiner Familie dir erzählt hat, was du anscheinend mehr glaubst als mir. Ich war letztens vor ein paar Tagen sehr traurig darüber. Ne? Ich habe für dich auch Werbung gemacht. Das habe ich gerne gemacht. Fand das schön, dass du bei mir warst. Als Zuschauer in meinen Streams, in meinen Videos. Aber ich kann da nichts gegen machen. Ne? Bin am Überlegen, ob ich mir überhaupt jemals eine PS4 wiederholen soll. Vielleicht hole ich mir auch gar keine PS4 wieder. Und auch vielleicht gar keine PS5. Und vielleicht streame ich auch nie wieder. Ne? Ich habe da gar keine Lust zu. Ich bin lieber mit den jungen Leuten in meiner Stadt zusammen. Das ist echt und besser wie YouTube. Ne?
Es ist besser. Man kriegt man keine Kommentare und ich kriege keine. Man muss sich nicht um andere Sachen kümmern. Es spielen keine Zahlen, keine Rolle, keine Aufrufe, keine Likes, keine Dislikes. Das ist das wahre Leben hier draußen. Wie gesagt, das ist jetzt 7:04. Ich werde gleich noch was essen, was trinken und werde dann rausgehen. Und es wird die Sonne kommen. Es wird geiles Wetter kommen. Und ja, ich grüße hiermit alle, die für mich sind. Und ja, ich hatte eigentlich mehrere Videos vorbereitet, keine Zeit, die hochzuladen. Ich habe sie gelöscht oder wollte sie löschen, konnte ich aber nicht. Naja, weil da was Neues in meinem Handy und ja, ist auch nicht wichtig. Sollte, ich weiß ja nicht, ob dieses Wochenende Formel 1 ist, sollte das sein, werde ich heute ein Video machen über das Qualifying, weil ich ein neues Format machen wollte. Ich werde es versuchen, zeitlich zu schaffen. Das heißt, ich werde hinterher irgendwann ein Video machen, wo ich über das, morgen natürlich ist ja das Qualifying, dann na, am Samstag, je nachdem, wo das stattfindet, ich werde dann über das Qualifying berichten, Video machen und am Sonntag nach dem Rennen auch, weil ich ja letztens auch ein Video aufgenommen habe, was ich noch nicht hochgeladen habe. Das wird also vorher erst online gehen und dann dieses hier. Und wie gesagt, Samstag wird ein Video dann kommen, falls Formel 1 dieses Wochenende ist. Und dann sonntags auch. Und dann als neues Format, wo ich über Formel 1 berichte. Ich mache es für die Leute, die sich dafür interessieren. Ich persönlich mag die Formel 1 nicht mehr so, wie sie ist. Und wie die Saison dieses Jahr auch wieder gelaufen ist, weil ich denke, Hamilton wird wieder Weltmeister. Ich mache das für die Leute, die das interessiert. Genauso wie du, Silfu, glaube ich, mir mal geschrieben hast, du hast bei mir Fortnite geguckt, obwohl du gar kein Fan warst und obwohl du das Spiel nicht mochtest. Das fand ich geil. Und genauso werde ich über Formel 1 berichten für Leute, die das interessiert, wo ich lange Jahrzehnte Fan war, seit dem 1. Mai 1994, wo Senna sich leider totgefahren hat. Das war das erste Rennen, was ich gesehen habe. Und seitdem jedes Rennen geguckt. Und genauso werde ich das machen. Ich grüße hiermit alle Menschen, die mich kennen aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus der Türkei und aus meiner Stadt Bremerhaven. Und ich wünsche allen Abonnenten und allen Leuten, die sich Videos von mir anschauen, alles Gute heute am Freitag, den 10. Mai. Und für euch alle morgen ein sehr, sehr schönes, friedliches, gesegnetes Wochenende. Gott schütze euch alle. Und ja, für meine türkischen Zuschauer möchte ich sagen, Benim Michael, ne? Und Salam, ne? Und ja, das ist in 30 Sekunden gleich 7 Uhr, ne? Wie gesagt, meine Wäsche ist gewaschen, ich habe aufgeräumt und alles fertig. So. Denk mal so, ja, gegen spätestens 7:30 Uhr, also 7:30 Uhr, werde ich rausgehen aus meiner Wohnung. Ich habe schön geduscht, ich habe Haare gewaschen, frische Kleidung an und ja, bin startbereit gleich. Ciao Leute, ne? Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Michael. Übrigens, ich hieß auf PlayStation, ja, zuletzt Kennedy 1963. Peace, Leute. Grüße hiermit nochmal den Joe, den Basti, ne, alias Black TV. Und ich wünsche euch morgen sehr viel Spaß bei Basti seinem Stream, ne? Unterstützt ihn, Leute. Und ciao, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, Leute.